ist noch sehr früh. Es ist noch sehr früh, ist der Flohmarkt. Und nach der langen Zeit, wo es keine Flohmärkte gab, hoffen wir auf einen großen Besuch der Leute, die zum Flohmarkt gehen. Ja. Und ja, ist hier ein beliebtes Viertel, Südstadt. Ja. Und deshalb haben wir während des Flohmarktes von 10 bis 17 Uhr diese Kundgebung angemeldet. Mhm. Und es ist schon reger Verkehr hier. Leute kommen vorbei, interessieren sich dafür. Wir haben ein Transparent. Ja. Und wir setzen uns natürlich dagegen ein, dass die Menschen hier zwangsgeräumt werden oder überhaupt, dass sie ihre Wohnung verlieren. Mhm. Es ist ja, eine Person ist ja schon zwangsgeräumt worden. Ja. Und den anderen ist es angedroht, wenn sie nicht gehen. Und das geht nicht. Und wenn jemand wirklich die Kohle hat, sich ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung, warum kauft er sich keine, die leer steht? Es gibt wirklich genug davon. Muss er denn Menschen aus ihrem Zuhause vertreiben? Und hier unten eine Familie mit 4 Kindern? Ja. Beide Eltern arbeiten im Gesundheitswesen, ja, sind auf die Stadtnähe angewiesen durch den Schichtdienst. Die können nicht aufs platte Land ziehen. Finden Sie mal eine Wohnung mit 4 Kindern und 2 Erwachsenen, die auch arbeiten gehen. Und trotzdem suchen Sie sich wirklich auf allen Portalen, haben selbst Anzeigen geschaltet, finden keine Wohnung. Ja. Können 1500 Euro auf den Tisch legen für eine Wohnung. Aber das findet man nicht. Das ist meistens in den Größen, die sie brauchen, können sie noch 1000 Mal drauflegen. Mhm. Und ehrlich gesagt, wer kann sich das leisten? Und wie verhält sich die Stadt dazu derzeit? Ja, gut, ich kenne das Problem. Es gab einen offenen Brief an Frau Reker. Ja. Wir als Initiative haben auch praktisch mal so ein Treffen mit dem Bezirksbürgermeister, mit dem Pfarrer hier aus der Südstadt angestoßen. Ja. Da waren auch viele dabei aus der Kölner Politik. Das war ein Online-Treffen, ja, und es wurde viel debattiert, wurde viel gesprochen, aber unterm Strich ist nichts dabei rausgekommen. Es gibt ja hier die Milieuschutzsatzung, dass bestimmte Viertel geschützt werden sollen, ja, also hier in der Südstadt. Wohnraumschutzsatzung im Amtsdeutsch, ja, die gibt es hier, und das, was der Eigentümer jetzt vorhat, 2 Etagen zusammenzulegen, also praktisch Parterre und erste Etage, dein erstes Anliegen war ja 3 Etagen zusammen, ist möglich aufgrund der Bauweise, weil das hier ein altes Fabrikgebäude ist mit richtig stabilen Decken, 4 Meter hoch. Da standen die ganz schweren Maschinen aus der Stollwerkfabrik. Hier wurde Schokolade hergestellt. Mhm. Das ist technisch gut möglich, aber aufgrund der Milieuschutzsatzung darf er es nicht. Mhm. Aber er hat ja schon einen Bauantrag gestellt. Das ist kann aber vor Gericht rausgekommen. Lassen Sie mich gerade noch mal zu Ende erzählen. Also der hat einen Bauantrag gestellt, und wenn er dieses Vorhaben durchzieht, obwohl die Milieuschutzsatzung sagt nein, drohen ihm maximal 30.000 Euro Strafe. Und diese Höchststrafen werden ja fast nie verhängt. Also kann man sagen, das kann man mit einkalkulieren. Und da ist der Knackpunkt. Wenn es eine Satzung gibt, eine Milieuschutzsatzung, und er es aufgrund dessen nicht darf, dann muss die Stadt halt durchgreifen, auf den Tisch hauen und sagen, das geht nicht, und die Strafen müssen natürlich viel, viel höher sein. Der Deutsche Mieterbund, der Mieterbund NRW, fordert eine Höchststrafe bei Wohnraumzweckentfremdung von 500.000 Euro. Und das Gleiche würde ich hier auch fordern, und dann würde das wahrscheinlich aufhören. Weil das ist eine Summe, die jedem wehtut, und die sollte dann auch verhängt werden. Das ist unsere Forderung an die Politik. Ich habe gestern mal mich ein bisschen eingelesen und hörte, man könnte sich, also wenn man jetzt einen neuen Mietvertrag abschließt, mit einer Klausel im Mietvertrag davor schützen, dass man aufgrund Eigenbedarfs rausgeklagt wird. Wissen Sie davon Näheres oder im Moment nicht so? Doch, ne? Das gibt's. Ja. Das wird jetzt auch bei dem Verkauf der GAG-Wohnungen. Ja. Die GAG hat ja 5000 Wohnungen, ja, verkauft. Jetzt sind es noch 80, die, ja, letzten 80. Und das hat man vereinbart, ja, mit den Käufern, dass sie nicht wegen Eigenbedarf die Mieterinnen und Mieter kündigen dürfen. Ja. Aber was passiert denn, wenn diese Wohnungen weiterverkauft werden? Das ist die große Frage. Und wir haben auch Fälle, auch bei unserer Initiative, wo die Menschen Angst haben, schlaflose Nächte haben, ja, und sagen, die ist jetzt verkauft worden. Aber wir wissen doch alle, was auf dem Wohnungsmarkt los ist. Wohnungen werden oft zu Spekulationsobjekten, ne, und werden deshalb auch erst gekauft. Und wenn die dann weiterverkauft werden, wird das mit übernommen? Das ist eine Rechtsfrage, die ich jetzt auch nicht beantworten kann. Und passiert es wirklich? Also, dass
wurde bei der GRG vereinbart. Ja. Und wenn sie sich dran halten, okay, aber trotzdem ist natürlich jede verkaufende Wohnung mit einem wirtschaftlichen Verlust verbunden. Ja. Also jemand kauft eine Wohnung natürlich mit dem Interesse, da vielleicht auch eine gute Rendite rauszuholen. Ja. Und das ist falsch, dass die GRG, die eigentlich ein soziales Unternehmen sein will nach außen, dass sie 5000 Wohnungen verkauft haben. Aus meiner Sicht ist das ein Skandal. Das ist viel. Ja, das war jetzt, das war Anfang der 90er Jahre. Ja, okay. Da sollte die GRG komplett verkauft werden. Ja. Das wurde mit einigen wenigen Stimmen verhindert im Rat der Stadt. Ja. Man wollte das an einen privaten Investor verkaufen, das war verhindert worden. Dann hat man aber gesagt, okay, dann machen wir dieses Projekt, dieses Modell, Mieter werden Eigentümer. Ja. Und das ist jetzt eine lange Zeit. Jetzt sind 5000 Wohnungen demnächst verkauft, wenn die letzten 80 weg sind. Und trotzdem, wenn es sich ein soziales Unternehmen nennt, müssen sie die Wohnung im Bestand halten. Mhm. Und jetzt ist das Argument, weil wir auch dagegen protestieren. Ja, aber es gibt Häuser da, da gibt es jetzt nur noch ein, zwei Mieter, die jetzt bei uns einen Vertrag haben. Die anderen sind schon alle privatisiert worden, schon verkauft worden. Das ist für mich kein Argument. Natürlich kann so eine große Gesellschaft auch einzelne Wohnungen bewirtschaften. Nur das Argument der GAG ist, nee, wir bewirtschaften nur komplette Häuser, keine eins. Aber natürlich können die das leisten. Die sollen es stoppen, auch für die 80 Leute, ne, die jetzt da ihre Wohnungen, die jetzt verkauft werden. Ja, also 80 Mietparteien, ist ja richtig so. Aber das ist das große Problem, dass jetzt immer wieder Wohnungen privatisiert werden, auch verkauft werden, Häuser verkauft werden. Es gibt ja die Kündigungssperrfristverordnung. Die besagt, wenn jetzt jemand ein Haus kauft und Eigenbedarf anmeldet, kann er in den Ballungszentren, Köln gehört zu den Ballungszentren, es gibt in Nordrhein-Westfalen 17 dieser Ballungszentren, nach 5 Jahren eine Eigenbedarfskündigung aussprechen. In allen anderen Gebieten, die nicht Ballungszentren sind, nach 3 Jahren. Das Gesetz ermöglicht aber, das auf 10 Jahre zu erhöhen. Und das ist auch eine Forderung, die wir stellen. Man soll das Gesetz ausschöpfen und in ganz Nordrhein-Westfalen diese 10 Jahre Sperrfrist einführen. Mhm. Wobei ich ganz klar sage, wir sind gegen jede Eigenbedarfskündigung. Wie gesagt, wenn jemand die Kohle hat, kann er sich eine Wohnung kaufen, die leer steht oder ein Haus. Es gibt wahrlich wirklich genug davon. Wie lange machst du das schon, dich für oder gegen leerstehende Häuser einzusetzen oder überhaupt für Mieter? Wie lange bist du aktiv? Und wie hat das angefangen? Ja, genau. Ich hole mal ein bisschen aus. Also 2012 habe ich in Riel gewohnt. Ja. Und praktisch zwischen den beiden Zooeingängen. Ein schönes Erkerfenster hatte ich. Damit habe ich direkt auf den Botanischen Garten geguckt. Und wir haben unsere Miete immer bezahlt an die Erben Adenauers. Ja. Die Mietadresse war auch Erben Adenauers. Ne? Ja. So. Und die haben dann irgendwann das Objekt verkauft. Das war ein Haus mit 24 Mietparteien und war ein einfaches Haus. Und das hat dann eine dänische Immobilienfirma gekauft, die ganz viele Verflechtungen hatten und die im Wesentlichen gekauft haben, um damit Kohle zu machen, auch in ganz Deutschland. Also es gibt auf der, wenn man sich die Karten anguckt oder die Internetseite dieser Konzerne, dann sieht man, wo die überall ihre Häuser haben. Also von Hamburg, Berlin, Köln. So, und die haben dann 2013 das erste Mal eine Modernisierungserklärung geschickt. Das heißt, sie haben angekündigt, dass sie modernisieren. Und da stiegen dann die Mieten um 75-85%. Ja. Die Kaltmiete. Ne? Also da wohnten Leute, die haben noch, die da zum Teil 40 Jahre gewohnt haben, die haben einen Quadratmeterpreis von 5 Euro gehabt. Ich war etwas später eingezogen in dieses Objekt und hatte so bei 9 Euro gezahlt. Und das sollte dann raufgehen auf 16 Euro sowieso. Mhm.
Und das ging natürlich nicht. Und dann habe ich halt gesucht, auch nach, ob das rechtens ist und Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Und bin dann auf Recht auf Stadt gestoßen. Und seitdem bin ich bei der Bewegung. Ich bin 2016 da ausgezogen mit den restlichen 3 Mietern, die sich auch gewehrt hatten. Also es waren vorher, die ganze Hausgemeinschaft hat gemeinsam gehandelt. Aber es ist halt lange her, 2014 und so weiter. Die meisten sind dann Stück für Stück ausgezogen und haben sich dann irgendwo anders was gesucht. Und ich bin bis 2016 mit den letzten 3 geblieben. Danach sind dann die Mieten wirklich in dieser Höhe auch genommen worden. Zu diesem Zeitpunkt wurde ich unterstützt halt auch von Recht auf Stadt. Wir haben eine Reihe von Sachen gehabt, auch in der Presse und Fernsehen und alles sowas. Ja, seit der Zeit bin ich aktiv dabei geblieben und wir beackern halt solche Einzelfälle oder auch Mieten- und Wohnungspolitik insgesamt. Also durch eine persönliche Betroffenheit eigentlich, ja, auch, ne? Ja, das ist auch bei den meisten tatsächlich so, ne? Also die bei uns über einen längeren Zeitraum dabei sind, die sind irgendwann mal selbst persönlich irgendwo in so einer Bedrulle gewesen und haben praktisch eine Verdrängung erlebt oder Ähnliches. Ja, ja.